Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Sie bekommen recht bald beim Gehen Schmerzen in den Beinen. Und wenn Sie stehen bleiben, dann geht dieser Schmerz wieder weg. Mediziner nennen sowas die Schaufensterkrankheit, PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Wie man die behandelt, möglichst noch ohne OP, darum geht es heute. Bei mir ist Privatdozent Dr. Hans Krankenberg. Er ist Chefarzt der Angiologie am Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, sehr gerne. Sagen Sie uns, in welcher Situation kommen die Patienten zu Ihnen? Also wissen die schon, was mit ihnen los ist? Ja, die haben Beschwerden. Das heißt, sie werden in der Regel ja vom Hausarzt oder einem Zuweiser geschickt, der schon eine Untersuchung gemacht hat und gesagt hat, pass auf, da ist was mit den Gefäßen nicht in Ordnung. Da müssen jetzt mal genauere Untersuchungen gemacht werden, um zu sehen, wie ausgedehnt das ist. Das heißt, die kommen in der Regel nicht mit einem Verdacht, sondern schon mit einer klaren Diagnose, Durchblutung, meistens in den Beinen nicht in Ordnung. Und ist da auch schon was versucht worden? Das kommt vor. Wir sehen natürlich Patienten, die schon eine längere Krankheitsgeschichte hinter sich haben, die woanders behandelt worden sind, die auch, wie wir das nennen, konservativ behandelt worden ist. Das heißt, man sagt, wir machen erstmal keinen Eingriff, sondern wir versuchen, das so zu verbessern. Also wir sehen alle Sorten von Patienten, sehr früh bis sehr spät. Haben diese Patienten bereits ein besonderes Risiko, dass man sagt, sie brauchen eine schonende Behandlung oder? Nein, diese Patienten sind in der Regel sehr krank, das muss man sagen. Eine Schaufensterkrankheit, PAVK, wie Sie das genannt haben, ist ja eine Erkrankung aller Gefäße. Das heißt, die Patienten haben schon eine Weile diese Erkrankung. Das ist in der Regel nichts, gibt es auch, aber in der Regel nichts, was man seit gestern hat, sondern die sind schon länger krank. Und entsprechend muss man die Patienten auch, was Risikofaktoren und Begleiterkrankungen angeht, mitbehandeln und diagnostizieren. Was genau passiert im Körper bei der Schaufensterkrankheit? Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie laufen und sich bewegen und die Muskulatur braucht Sauerstoff, muss dieser Sauerstoff über die Arterien, die Schlagadern, dorthin transportiert werden. Wenn die Arterie eine Engstelle hat oder einen Verschluss hat, kommt da nicht genug hin. Es fließt was über Umgehungskreisläufe, das reicht in Ruhe, aber bei Belastung, wenn der Muskel Sauerstoff braucht, kommt nicht genug hin, es entsteht ein Sauerstoffmangel und der tut weh. Und wenn ich stehen bleibe, dann ist ja plötzlich keine Belastung mehr drauf. Richtig. Und dann reicht das Blut aus, das ich Richtig. Drin habe und der Sauerstoff. Dann braucht man eine Weile, dann wird auch das, was da an Stoffwechselprodukten produziert wird, wird abtransportiert. Die Sauerstoffzufuhr reicht in Ruhe, die Schmerzen lassen wieder nach und die Patienten können wieder weitergehen. Und warum kommt dann nicht genug Sauerstoff hin? Weil das Gefäß verstopft oder komplett verschlossen ist. Durch Arteriosklerose. Richtig, Arterienverkalkung. Arteriosklerose ist ein Alterungsprozess. Die Gefäßwand ist nicht mehr glatt. Früher waren unsere Gefäße mal innen glatt wie Porzellan. Bei diesen Patienten ist die Gefäßwand innen rau wie grobes Sandpapier. Und wodurch bekommt man so eine Verkalkung? Ja, nicht dadurch, dass man Kalzium isst, ne? Nein, nein. Es ist erstmal eine Erkrankung des älteren Menschen. Unsere Gefäße werden wie alles andere auch älter. Und dann gibt es Risikofaktoren. Der eine ist, ein Hauptrisikofaktor ist angeboren, also Kinder oder Erwachsene, die aus einer entsprechenden Familie kommen mit Durchblutungsstörungen, haben auch ein Risiko. Und dann gibt es die klassischen Risikofaktoren, Zigarettenrauchen, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit und Fettstoffwechselstörungen. Wenn man die hat und sie nicht behandelt oder kontrolliert werden, ist das Risiko, eine PAVK, Schaufensterkrankheit zu bekommen, deutlich erhöht. Und bekommen das mehr Männer als Frauen? Eigentlich ja, Männer haben es häufiger. Wenn man in die Studien reinguckt, dann sind es in der Regel 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Die Frauen holen auf. Auch jüngere Frauen, ja. Jüngere Frauen rauchen heute sehr viel. Wir sehen sehr viele junge Frauen, die sich auch wenig bewegen, die Übergewicht haben mit den Folgen Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, Zuckerkrankheit. Also leider, das ist eine ganz schlimme Entwicklung, holen jüngere Frauen auf. Daraus lerne ich jetzt zwei Dinge. Das eine ist, ich kann selbst was machen. Das andere ist, dass ich durchaus familiär vorbelastet sein kann. Das würde mir dann sagen, lass das mal untersuchen, oder? Ja, richtig. Also wenn ich aus einer entsprechenden Familie komme, gibt ja auch andere Erkrankungen, die vererbt werden, dann sollte ich früher daran denken auch,
das vielleicht auch mit meinem Hausarzt besprechen, der kann das sehen, der kann an Gefäßen auch mit Ultraschall ganz einfach erkennen, sind diese Gefäße schon dabei, etwas schneller älter zu werden als normal. Und man kann natürlich früh genug nach Risikofaktoren auch gucken. Die Risikofaktoren merken die Patienten nicht. Die Patienten merken nicht, ob das Cholesterin hoch ist oder ob der Blutdruck hoch ist. Das heißt, man muss danach gucken, um es entsprechend frühzeitig auch behandeln zu können. Das heißt also, ich persönlich müsste mich mehr bewegen. Ich müsste vielleicht ein Statin schlucken, also um das Cholesterin zu senken. Ich muss auf den Blutdruck achten, kein Diabetes haben. Und keine Eltern, die Arteriosklerose haben. Das kann man sich natürlich nicht alles so aussuchen. Man würde ein Statin, also einen Cholesterin-Fettsenker, erst nehmen, wenn eine Erkrankung da ist. Vorbeugen tut man das nicht. Aber den Blutdruck würde man natürlich einstellen. Bewegung ist ganz wichtig. Bei Patienten, Sie müssen sich vorstellen, diese Patienten sind häufig nicht gewöhnt, sich zu belasten, sich körperlich auch nur leicht zu belasten. Ein Beispiel ist, dass diese Patienten häufig, wenn sie zu uns kommen, wenn wir auch fragen, gewöhnt daran sind, die Rolltreppe vom ersten Stock ins Erdgeschoss runterzunehmen. Auch diese ganz leichte Belastung zu vermeiden, rauf sowieso. Sie bewegen sich zeitlebens zu wenig. Ja, und ich habe mal gelesen, dass schon eine halbe Stunde Bewegung, Spazierengehen am Tag, also muss ja kein Sport sein, dass das schon ausreicht, um den Blutfluss zu befördern. Richtig. Ist das richtig? Das hat verschiedene Effekte. Einmal merken die Patienten, dass sie etwas können. Zweitens, durch die Bewegung können sie ihren Zuckergehalt reduzieren, sie können das Cholesterin reduzieren, sie können den Blutdruck ein Stück senken, die Gefäße bleiben elastischer. Und das ist der entscheidende Faktor. Wenn die Gefäße erst anfangen, steif zu werden, verkalkt zu werden, wird es schwieriger. Durch Bewegung kann ich diesen Prozess entweder aufhalten oder frühzeitig begonnen sogar dafür sorgen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Ganz wichtig. Nun, bei dem Patienten, den wir beide uns jetzt so vorstellen, ist es ja nun aber so weit gekommen und der ist jetzt also bei Ihnen. Wie diagnostizieren Sie noch einmal für sich, was da wirklich zu tun ist? Das ist eigentlich sehr einfach. Zunächst müssen wir die Patienten befragen, welche Beschwerden sie haben. Die typische Schaufensterkrankheit tritt eben erst nach einer gewissen Belastung auf. Das heißt, wir fragen sie, wie weit sie gehen können. Die Gehstrecke ist für uns ganz wichtig, für die Patienten natürlich auch. Dann können wir mit Ultraschall die Gefäße sehen. Wir können also in der Regel genau sehen, wie sieht die Wand aus, wie groß ist das Gefäß und, ganz wichtig, wie fließt das Blut. Wir können das messen und die Flussgeschwindigkeit des Blutes in einem veränderten Gefäß sagt uns, wie hochgradig eine Verengung ist. Sehr einfach, für die Patienten nicht belastend. Also auch schnell und schmerzfrei? Völlig schmerzfrei. Komplett harmlos, wiederholbar, nicht teuer, eine einfache, schnelle Untersuchung. Und wenn Sie dann festgestellt haben, dass es eine deutliche Verengung gibt oder sogar einen Verschluss, was machen Sie dann? Es kommt darauf an, wie ausgedehnt das ist. Zunächst gilt immer der konservative, wie wir es nennen, Ansatz. Das heißt, wir versuchen, die Umstände des Patienten zu verbessern. Also das, was wir schon gesagt haben, die Risikofaktoren gut einzustellen. Die zweite Aufforderung an den Patienten ist, Gehtraining zu machen, also sich regelmäßig zu bewegen, um dadurch auch die Gehstrecke wieder zu verbessern. Das funktioniert. Ja, was aber erstmal wehtut, ne? Was wehtut. Ja. Schwierig. Also, und manche Patienten sagen, ich kann ja nicht gehen, weil es so wehtut. Gut, dann sagt man, probier es trotzdem, so weit es geht, geh leicht in den Schmerz rein und versuche dadurch das zu verbessern. Aber ansonsten ist natürlich unsere Domäne, die Domäne der Angiologie, dass wir versuchen, diese Gefäße wieder zu weiten, zu öffnen, damit das Blut wieder frei fließt und zwar ohne Operation. Wie machen Sie das? Es ist so, dass wir, das weiß jeder, man kann den Puls an der Hand fühlen und es gibt andere Punkte, zum Beispiel in der Leiste, wo man auch den Puls fühlen kann. Dort gehen wir mit Kathetern in die Gefäße hinein, sehr, sehr geringe Belastung, örtliche Betäubung, die Patienten sind wach, in der Regel nicht schmerzhaft oder ganz leicht, die Patienten tolerieren das sehr gut. Dann spritzen wir Kontrastmittel in ein solches Gefäß. Das Kontrastmittel fließt mit dem Blutstrom. Das können wir dann unter Röntgenkontrolle sehen. Und dann sehen wir genau, wo das Problem ist. Und dann können wir, wenn wir ein Problem sehen, also eine Verengung in einem Gefäß, können wir diese Verengung mit verschiedenen Methoden wieder öffnen, damit das Blut wieder besser durchfließen kann. Und wie machen Sie so ein Gefäß weit? Die klassische Methode ist, einen Ballon zu nehmen. In diesem Ballon wird etwas Kontrastmittel gegeben, damit wir sehen können, wo der Ballon sitzt. Und dann haben wir ein Druckmanometer und wir drücken mit dem Ballon, reine Mechanik, das Gefäß auf, warten einen Moment,
nehmen den Ballon wieder raus und dann ist das Gefäß schon ein Stück offen. Das ist die klassische Methode. Inzwischen tun wir mehr, damit es auch offen bleibt. Aber eigentlich einfach nur Mechanik aufdrücken, das Gefäß. Und damit es offen bleibt, also das ist ja auch die Frage, kommt das nachher wieder zurück und wie verhindert man, dass es so schnell wieder zurückkommt? Also wir müssen davon ausgehen, unsere Patienten werden durch uns nicht gesünder, sondern wir sorgen nur dafür, dass das Blut besser fließt. Die Krankheit, die also dazu geführt hat, dass die Gefäße verengt werden, können wir haben das schon besprochen, allenfalls oder zum Teil nur beeinflussen. Wir müssen uns also etwas überlegen, damit das, was wir aufgedehnt haben, offen bleibt. Die klassische Methode ist dann, einen Stent einzusetzen. Ein Stent ist so etwas, ein kleines Metallgerüst, das wir einsetzen in das Gefäß, was das Gefäß offen halten soll. Der Stent hat die Eigenschaft, nach außen zu drücken. Eine zweite Möglichkeit ist, wenn wir ein Gefäß aufweiten, dass wir einen Ballon nehmen, der mit einem Medikament beschichtet ist. Und dieses Medikament wird durch den aufgeblasenen Ballon in die Gefäßwand eingebracht. Das ist ein Zellgift. Mhm. Zellgift hört sich schlimm an, ist aber eigentlich in der Dosierung, in der wir es wählen, gar nicht schlimm. Verhindert aber, dass Zellen von der Gefäßwand wieder nach innen in das Gefäßinnenlumen hineinwachsen und das Gefäß wieder verstopfen. Das funktioniert gut. Bei jedem oder ist das auch patientenabhängig? Ja, das ist patientenabhängig. Wir wissen, dass zum Beispiel Gefäße, die sehr verkalkt sind, dass es dort nicht so gut funktioniert. Bei den verkalkten Gefäßen gelingt es uns nicht so gut wie bei den nicht verkalkten Gefäßen, dieses Medikament in die Gefäßwand hineinzubringen. Wir probieren das trotzdem, machen dann eine Darstellung nach dem Einsatz des medikamentenbeschichteten Ballons und würden, wenn das nicht gut ist, dann zusätzlich einen Stent einsetzen. Ja, ich frage mich im Moment, welchen Effekt ich habe. Also ich komme mit Schmerzen zu Ihnen, Sie machen diese Operation, beziehungsweise diesen Eingriff. Keine ist eigentlich Operation, keine, ja, ja. Ist keine Operation, nein, nein, also der Körper bleibt ja zu. Und danach, wie lange liege ich da noch bei Ihnen? Also früher wurden, wir haben ja ein Loch in einer Schlagader. Da wurden da große Druckverbände drum gemacht und alles Mögliche. Für die Patienten sehr unangenehm. Ja. Denn wenn man aus einer Schlagader blutet, kann das gefährlich sein. Heute machen wir in aller Regel mit kleinen Systemen machen wir einen Gefäßverschluss. Wir machen einen kleinen Pfropfen da rein. Und die Patienten können, wenn das glatt geht, in der Regel geht das natürlich glatt, können die Patienten nach 3 Stunden aufstehen. Und ist der Schmerz dann weg beim Gehen? Der Schmerz ist weg. Großartig. Die Patienten sind häufig, die haben ja natürlich eine lange Geschichte häufig hinter sich und denken auch erst, es wäre was Orthopädisches und plötzlich merken sie, oh, ja. Ich kann ja wieder laufen. Ja. Ist toll. Ja. Könnte das sogar womöglich so eine Startrampe sein, um auch den Lebensstil ein bisschen zu ändern, zu sagen, ja, Mann, das ist jetzt so für mich, jetzt höre ich auf mit dem Rauchen? Das ist eine gute Frage. Es kann beides sein. Es kann so sein, dass Patienten sagen, okay, jetzt habe ich, also ich habe Glück gehabt und jetzt muss ich selber was tun. Ja. Das tut ein Teil der Patienten auch. Wir reden natürlich auch während des Eingriffes mit den Patienten und ich versuche sie dafür zu gewinnen, dass sie etwas ändern müssen. Ja. Es gibt aber auch leider andere Patienten, die sagen, ach, jetzt ist ja alles wieder gut, jetzt muss ich leider, oder ich, für mich bedeutet das, ich muss eigentlich gar nichts tun, denn der Doktor kann ja was machen und zur Not gehe ich dann eben nochmal hin. Aha, und was sagen Sie dem? Ich sage ihm, dass das für uns gut ist und die Klinik läuft, wir haben zu tun, für ihn leider nicht. Manche Patienten verstehen das und manche Patienten verstehen das nicht. Ist es denn so, dass Sie eigentlich theoretisch diesen Eingriff unbegrenzt häufig machen könnten? Ja. Also wir haben gute Bekannte, die wir immer wieder sehen. Das sind chronisch kranke Patienten, auch Patienten, die natürlich ein gutes Programm machen, die sich Mühe geben, haben ein Risiko, wieder etwas zu bekommen. Wer einmal eine Verengung hatte, ist Hochrisikopatient dafür wieder etwas, dort, wo wir etwas gemacht haben oder woanders, wieder eine Verengung zu bekommen. Das sage ich jedem Patienten. Und er kann selber versuchen, aus dieser Hochrisiko-Ecke so ein bisschen herauszukommen. Ja. Aber es bleibt Hochrisiko und wir sehen natürlich Patienten, einen Großteil der Patienten sehen wir wieder und wieder und wieder. Das ist leider so. Aber wir können ihnen helfen und ich habe einige Patienten, die haben einen Wohnwagen an der Ostsee und kommen im Frühjahr und sagen, für den Sommer muss das Bein wieder funktionieren und dann komme ich gegebenenfalls im nächsten Jahr wieder. Genau, aber während des Sommers fahren die dann viel Fahrrad vielleicht oder gehen spazieren. Genau so ist es. Ja, genau. Ja.
Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.